Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, 364. Folge. Bald haben wir auch das Jahr voll, ein Jahr LS, kann man bald sagen. Dauert noch ein ganz bisschen. Ich glaube, am 31. Oktober oder so habe ich die erste Folge hochgeladen. Ja, ein Jahr, ne? Also, ein paar Aufrufe. Vielleicht hast du auch schon das ein oder andere Video gesehen. Bist schon länger dabei oder nicht? Die ersten 360 Folgen waren ohne ein bisschen Hintergrundmusik. Jetzt die letzten vier Folgen mit so ein bisschen Gedudel im Hintergrund. Damit es nicht zu langweilig wird zwischendurch. Und ihr nicht nur meine Stimme hören müsst, sondern auch noch mal ein bisschen Lala habt. Lala. So, Lala ab in den Traktor. Was machen wir? Ja, ich denke, ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Ja, große Nachfrage bei Depot für Kartoffeln. Ja toll, wir haben keine Kartoffeln. Hätten jetzt nicht eine große Nachfrage nach Raps starten können, hätten wir zumindest wohl ein bisschen mehr Geld gekriegt, weil das Geld brauchen wir ja so dringend für nichts. Ja. Es sei denn, ihr habt einen Kommentar hinterlassen in einer der letzten Folgen, was wir mit dem Geld machen sollen. Denn ja, ist es vielleicht auch schon wieder ausgegeben, wenn ich das nächste Mal eine Aufnahmesession mache. Ich weiß es nicht. Hier sind wir auf jeden Fall gleich durch. Na, eben mal einen Schluck trinken. Immer noch so leicht Erkältung aufgesackt. Nervt doch sowas. Ja, sorry. So, Frosch im Hals oder so. Hört man vielleicht auch manchmal so ein bisschen an der Stimme. Ja, 11 Uhr, wir haben schon wieder echt in-game gut Zeit rumgekriegt. Da hinten möchte jemand abgebunkert werden und hier vorne auch. Wenn du ja ein bisschen schneller immer, ein schnellerer Kollege bist, ja, kannst du schnell mal 1000 abbunkern. Machen wir erstmal den. Und dann sind wir gleich fertig. Noch einmal hoch und runter sozusagen mit den 3 Metern und dann war's das. Dann werden wir sehen, ob wir hier ein Schnäppchen gemacht haben. Also ob es mehr als 26 Hektar waren. Und das Feld hat mal 532.000 gekostet für 26 Hektar. Das kann ich so genau sagen, weil ich das zufällig im Hintergrund so sehe. Da habe ich nämlich die Feldliste auf. Um dann eben auch gleich nach der Ernte die richtige Hektarzahl einzutragen. Naja, passt erstmal, oder? Aber erstmal zu dem. Gerade so alle so schön zu dritt hier auf dem Haufen. Okay, empty. Dann den nochmal und dann denke ich, schaffen sie den Rest sogar fast. Unser Abfahrer müsste eigentlich drüben auf dem Feld schon bereitstehen, ne? Der andere. Eingeblendet. Und das ist auch schon wieder gleich voll hier. Ach so, ja, der war ja noch nicht fertig, genau. Dann machen wir uns mal auf den Weg.
könnte man am besten drüben tauschen, oder? Ich glaube, den Kurs hat man noch nicht gelöscht bei dem, oder? Doch. Hatten wir einfach schon mal rausgeschmissen. Theoretisch müssten sie das eigentlich auch schaffen, so. Ist ja nur echt nichts mehr dran an dem Feld. Also machen wir uns mal wieder auf den Selbstabfahrweg. Oder wir holen erstmal den anderen. Ah, der ist ja auch nicht weit weg. Damit sind wir dann ja schnell da, wenn sie dann doch gleich stehen bleiben. Haben wir wieder fast 1,5 Millionen geknackt. Immerhin etwas. Wenn sonst nichts ist. Langsamer vielleicht hier, nicht dass er sich wieder so doll eindreht. Oder wir im besten Fall im Graben fahren. Funktioniert. Ja, das gerne wieder Vollgas geben. Oh, das war knapp. Vielleicht doch ein bisschen nach vorne gucken, nicht zu viel mit der Kamera rumschwingen. Das hat ewig gedacht. Jetzt fährt er erst wieder volle Geschwindigkeit. Jetzt müssen wir aber auch sehen, dass wir ein bisschen rechtzeitig vom Gas gehen. Und toll, hätten wir dieses Feld schon geerntet, hätten wir so schön hier einfach gerade rüberfahren können. Und da sind wir. So, das gibt uns die Gelegenheit, den hier zu nehmen, abfahren zu entlassen. Ich meine, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir den nochmal leer gleich, vielleicht nicht. Gucken wir dann, ob wir einen neuen Kurs aufnehmen. Dann können wir den immer noch löschen. Den anderen hatten wir auch ein bisschen voreilig gelöscht. Aber ich würde sagen, ihr habt es. Ist aber auch keiner voll. Ich meine, die werden sich jetzt gleich hier wieder gegenseitig im Weg rumfahren. Deswegen, wir könnten zum Beispiel. Achtung. Oh. So, keiner gesehen. Den gelben gleich schon mal wegnehmen. Das ist dann der erste, der Feierabend hat. Du darfst. Du darfst Feierabend machen. Dann haben wir schon Platz für den anderen wieder. So, die schaffen das. Da ist nichts mehr dran. Blinkt noch keiner. Jetzt ging das doch schneller als gedacht. Man unterschätzt das manchmal. Wenn man dann doch rundherum ist, das dauert immer erstmal ewig und dann geht's zack, zack, zack. Vielleicht machen das doch gar nicht so viel mehr als 26 Hektar. Vielleicht sind es auch genau 26 Hektar. Jetzt überlege ich, wir müssen von hier. Ja, eigentlich müssen wir da irgendwie hin. Da vom Feld runter. Ich hoffe mal, da ist eine Feldausfahrt. Dann geht es auch direkt da drüben weiter.
doch, da ist noch eine. Da ist eine Feldausfahrt, das ist gut. Nein, hier ist doch keine, oder? Doch. Ja, so sammeln wir erstmal wieder hier, würde ich sagen. Ach, das war doch auch blöd. Und wir fangen jetzt auch mal schnell an, die Fahrzeuge zu sammeln. Werden dann noch die beiden Mähdrescher, die auf dem Feld noch stehen, natürlich auch noch leer machen. Hier der Bushaltestelle 100, das ist auch irgendwie komische Verkehrsführung. Was man so sagen darf, fällt mir gerade mal so beiläufig auf, dass das auch ein bisschen merkwürdig ist. Die würde wahrscheinlich eher runterreguliert werden, weil da eine Bushalte ist. Da müsste man noch ein paar mehr Schilder aufstellen. So übermäßig viele Schilder haben wir auch gar nicht. Sagen wir, fahren durch. Dann seid ihr wohl fertig, aber noch ein bisschen gefüllt. Hier kann man leer machen. Ups. Der erste? Nein, das ist natürlich nicht der erste gewesen. Das ist der erste. Ja, und dann werden wir natürlich jetzt erstmal gleich gucken, wie viel groß war jetzt eigentlich Feld 39. Wie viel haben wir jetzt schon wieder geerntet? Ganz bisschen noch. Schneller hier. Ah, ist nicht so schön. Egal. Gucken wir nochmal, wie viel Hektar waren das jetzt? Das hier eigentlich wird das doch, ist alles erntereif. Bisschen unterschiedlich irgendwie in den Stufen. Naja, nicht so wild. So, 39 ist auch Geschichte. Also langsam nimmt das Grün wieder ab. Danach geht es weiter hier mit Feld 38. 38 kann ich ja schon mal erwähnen, soll mindestens 31 Hektar haben und unser jetziges Feld 39 sollte ja circa 26 Hektar haben. Ja, ich bin dann irgendwie in die falsche Richtung abgebogen, oder? Das passt ziemlich gut, 26,26. Angegeben waren 25,97. Naja, knapp vorbei, würde ich sagen. Aber ja, soll man so, ne?
bisschen größer. Ein kleines Schnäppchen. Wird dann nochmal ein bisschen angepasst werden. Okay. Wir haben das Feld geschafft. Dann soll es auch für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Aufnahmesession geht es dann weiter mit auch dem riesigen Feld 38. Und ich denke, vielleicht auch noch mit einem weiteren Mähdrescher. Schauen wir uns mal an. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Sagt danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.